Das war's. Und in einer freien Aktion raune ich Priode zur Priode um meinen Rücken. Ja. Wenn ich jetzt dran bin, erschlage ich dich. Ja, Ilkolt zieht vor. Und ich überlege gerade, hat er Hass gegen Prioten? Nee, hat er nicht, er ist Adliger. Er macht jetzt Ronga tot. Ronga ist die Gefahr. Sturmangriffe in den Rücken von Ronga. Erschwert um 4, erleichtert um 5. Du kannst nicht parieren. Wuchtschlag? Kann ich einen Wuchtschlag? Ich kann mir eine. Ja, geht in den Sturmangriff. Plus 2 kann ich einlegen, ja. Dann mache ich das. Plus 2 und Sturmangriff. Ach komm, plus 4. Plus 4 und Sturmangriff. Worauf wirft er jetzt? Auf die 17. Oh, danke für die plus 4. Oh, nee, warte. Nee, wie gesagt, es erleichtert um 5, dann den Sturmangriff und dann plus 4. Also, hat er geschafft? Schade. Kann ich nichts gegen machen? Schaden? Also, dann bekommt er 4 Schaden dazu und dann seine halbe Geschwindigkeit sind nochmal 4 und noch ein Wuchtschlag 4. Sind 12 mehr, sind 21. Wo? 21 in dein rechtes Bein. Ja, wahrscheinlich das Becken. Ich glaube, dann habe ich auch mittlerweile genug Schaden getankt. Und rechtes Bein habe ich leider nur eine Rüstung von 3, das heißt 18 gehen durch. Ich bin momentan auf 14 Lebenspunkte. Ja. Je schwerer es im Kampf durch Wunden kannst du ignorieren. Entfallen. Ich habe erstmal bei negativen Lebenspunkten. Ja. Minus 4 Lebenspunkte kann ich leider nicht. Minus 4? Ja, minus 4. Und das wäre dann der Zeitpunkt, aber ich wollte das heute nicht tun. Also einen Schicksalspunkt verbrennen? Muss meinen Schicksalspunkt verbrennen. Okay, ansonsten, du liegst erstmal sterbend umher. Durch das Verbrennen deines Schicksalspunktes landest du irgendwo bei 1. Zumindest blutest du nicht aus. Du bist für den Kampf erstmal raus. Aber ihr habt die Hexe ja auch rausgenommen, ist also gar nicht das Problem. Priodur, du kannst die Hexe richten, wenn du willst. Ich glaube, ich wende mich eher dem diesen Ritter zu, irgendwie der gefährlich. Okay. Weil der kann sich nicht mehr wehren, oder? Jetzt das ist richtig, er hat Sturmangriff. Ich probiere mal einen Wuchtschlag 2 wie ihn. Zustand. Ah, verdammt. Ja, halt weitere Schicksalspunkte sind auch bei dir nicht mehr da. Dann war das deine erste Aktion? Machen wir eine zweite Aktion. Ich hatte, glaube ich, die Hexe runtergeschlagen. Ach nee, umdrehen. Position muss ich auch machen, glaube ich. Nö, bisher noch nicht. Kannst machen. Okay, dann mach ich einen zweiten Attack. Mach einfach. Ja, mach. Normale. Ja, die gelingt. Die gelingt, das ist ganz normal, ne? Ja, genau. Okay. Ist nicht viel. Nö, aber können wir aufschreiben. Gut, dann ist die 12 durch. Takrandir. Die Hexe ist raus. Damit ist Takrandir auch wieder frei. Und ihr habt einen marodierenden, freien Höhlendrachen, der irgendwas fressen will. Und da kommt er bei euch nicht rein. Seine Klugheit ist auch höher als die von der Hexe. Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwie in die Richtung gehen. Und versuchen dort irgendwas zu fressen. Wie lange brauche ich, um auf die Ecke zu kommen? Ja, das ist eine Aktion. Ja gut, dann würde ich mich eine Aktion dahin bewegen. Mit der anderen Aktion noch dem Ritter in den Rücken werfen. Ja, minus 5. Den Schneidzahn, ja. Entfernung sind 9 Meter. Das ist die dritte Stufe. Einfach mal schmeißen. Sieht nicht so aus. Nee. Weit daneben. Ja, man könnte jetzt gucken, ob Priodur getroffen wird, aber das lassen wir einfach mal. Dann ist Vitus fertig. Ilkolt ist auch fertig. Nächste Kampfrunde. Priodur. Ja, ich stelle mich schützen so ein bisschen vor. Vor. Die Hexe. Ronga, nein. Und schlag einmal nach dem Ritter. Okay. Dann darf ich vorziehen? Du kannst auch vorziehen, ja. Wenn ich mit dem Zauber anfange, werde ich fertig, bevor er angreift? Mit dem Ilkolt, noch hat er nicht vorgezogen. Er sieht dich auch nicht, er hat keinen Grund zum Vorziehen.
Dann will ich nämlich einen Caldo Frigo in den, auf ihn schmeißen, solange ich in seinem Rücken stehe. Mach das. Dann haucht man wieder über seine Handfläche. Ich hoffe, du lässt dir dieses Mal nicht viel Zeit. Nicht, dass Abel, Abel mir. Ich glaube nicht, dass Priodur das hat. Glaube ich auch nicht, aber ich erzwinge wieder einen Punkt. Oh, MR von, nimm mal eine 6. Doppel 20. Das ist die Stelle, wo du deinen Schicksalspunkt benutzen solltest. Ja, das würde ich jetzt tun. Also ganze Probe nochmal. Genau, die ganze Probe. Entweder einen oder alle. Und mit Erzwing 1 ist das gelungen, ne? Ja, sonst wäre es auch aber nicht viel. Dann bleibt halt einer nur noch übrig. Was passiert dann mit ihm? Seine... Das heißt, er bekommt einen SP, einen SPA und Initiative wird um 1 gesenkt. Nee, um 4 Punkte. Und die ganzen anderen Werte auch, aber das alles halt nur für eine Kampfrunde. Okay, gut. Dann kannst du gleich noch einen hinterher setzen. Zumindest ist er sehr überrascht, als er ihm plötzlich eine dicke Eiskugel im Rücken etwas in Richtung von Priodo taumeln lässt. Aber nichtsdestotrotz möchte er natürlich weiter angreifen. Und zwar... Einmal. Und zwar mit einer Finte. Immer noch erschwert um 4 seine AT, ne? Ja, okay, gut, dass du es sagst. Finte 2. Das schafft er. Gut, also meine Parade. Einmal kann ich parieren noch. Du kannst parieren, ja. Er greift auch nur einmal an. Finte 2 ist ja. Finte 2. Dann mache ich 12 TP. Wohin? Ach. 13 in den Schildarm. Schildarm ist der linke Arm, oder? Ja, genau von aus. Genau, der linke. Und er knurrt dich an mit seiner zweiten Aktion. Ihre Gnaden, lasst ab von mir. Waren 12, also. Kurz rechnen. Was meint ihr, Scherge der Finsternis? Der 7 Stein gehört mir. Oh, der. Nächste Kampfrunde. Priodur, du bist dran. Ich greife ihn weiter an. Er zieht vor. Er zieht vor und dreht sich um und möchte mit einer Aktion Position. Du kannst. Dann habe ich einen Passierschlag. Ja, natürlich. Plus 8. Die würde ich auch voll in den Wurfschlag nehmen. Plus 8. Ja, mach. Plus 10 für. Das ist ein Passierschlag. Du kannst da keine Wucht oder sowas mehr reinlegen. Einfach nur, okay. Du kriegst jetzt einen Angriff plus 10. Ja. Das mit dem Wurfschlag geht nur, wenn du noch eine richtige Aktion über hast. Genau. Dann kannst du die anstelle. Und das kannst du nicht, weil deine Initiative kleiner ist. Okay, dann lass mal eine Attacke. Die nimmt er. Soll ich nur 2 aufwürfen? Ist egal. Ist egal bei dem Schaden. Okay, dann hat er sich einmal umgedreht und ihr dürft vorher handeln. Ja, ich würde mir daher rennen und ihn von hinten attackieren. Diesmal mit Wurfschlag. Diesmal darf ich es aber, oder? Dieses Mal darfst du, ja. Er hat dir den Rücken zugedreht, hat wie gesagt. Um 8 oder 5 oder wie viel? Um 5. Dann würde ich diese 5 Punkte ersetzen in die Wurfschlag rein. Warte kurz, Sturmangriff? Hast du den? Hast du die Attacke? Nein, es ist halt ein normaler Angriff, oder? Ich okay, dann ist, Aktion, dann ist es eine Aktion Position und dann der Schlag in den Rücken. Gut, genau. Wollte ich nur wissen. Also plus 5 wieder, trage ich es hier ein. Ja. Hallo. Kann ich parieren? Sogar mit der plus 4 aus vorherigen Position. 14. Da würfelt er einfach mal. Aber das sollte für ihn kein Problem sein. Und er kassiert wieder einen Schlag in den Rücken. Vitus, plötzlich steht er vor dir. Ja, dann will ich ihm Schmetterschlag versetzen. Plus 5. Plus 5. Er ist bewaffnet. Angriff gegen bewaffnete, unbewaffnete Gegner. Ist das... Ich glaube, minus 1, minus 2 war... Ja, wenn er auf S, nicht auf S, wenn er auf N kämpft und du auf H, dann musst du auf alle Fälle eine plus 6, glaube ich, nehmen. Ja, plus 6 und da sind Manöver gar nicht möglich. Du musst erstmal dich rankämpfen. Oder ja, okay. Eine Attacke mit plus 6 Aufschlag nehmen. Außerdem machen wir mal so einen Raufenangriff. Außerdem kriegst du noch eine plus 2, weil du gegen Bewaffnete kämpfst.
laufen. Ja, okay, dann klappt das Manöver ja gar nicht. Kannst auch fliehen, kannst auch Rongar zurücklassen. Kennst du ihn ja sowieso nicht. Dann haucht man ihm nochmal ins Gesicht, weil das schwächt ihn zumindest. Hey, in zwei Aktionen oder in einer Aktion? Zwei Aktionen. Dann kannst du schon mal würfeln. Ich kämpfe dann einfach danach gegen. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Hoffentlich nicht viel. Hoppla, nee. Oh, Crit. Hoppla 1. Warum habe ich nicht vorgezogen? Okay, dann 24 SPA und für 24 Kampfrunden sind seine 24 Werte SPA? Ja. Sind nur 12 SP, aber er verliert jetzt einfach irgendwie alles, ne? Die ganzen Werte, die ich dir vorhin in den Chat geschickt habe, wir sinken um 4. Sinken um 4? Nur um 4? Echt nicht mehr? Ja, langsam. Vielleicht ist Kampfrunde. ZFP abhängig. Wow. Das bloß ewig lange. Es ist 24 Kampfrunden jetzt halt wieder. Ja, 24 Kampfrunden. Dann geht die Initiative nochmal runter um 4. Und 12 SP, vereist da nicht irgendwas? Tatsächlich, bei 12? Sekundärschaden, gibt es Eis auf jeden Fall noch. Ja, ja. Das ist ja Frostschaden. Ja. Was sind die Sekundärschäden von Frost? Kasim wäre ja tatsächlich sehr stolz. Frostschadenwunden stacken sich. Erschöpfung, soweit ich weiß. Richtig, er verliert dann permanent Gliedmaßen, ne? Sprengst dem Finger oder sowas weg. Ja, das ist, wenn du Frostschaden durch Umgebung bekommst. Der Elementare ist ein bisschen anders. Der Eis hat Opferleiter nicht nur Schaden, sondern die wird ihm auch Körperwärme zu. Muss jemand äußern, dass er zusätzlich für je 10 andere Trefferpunkte einen Punkt Erschöpfung erleidet. Der Bruchfaktor getroffener hölzerner Waffen oder hölzerner oder lila Schilder steigt für TP-Kampfrunden um 10. Der Metallner Schilder um 2 Punkte. Ja, aber bei Frostwunden, die sterben trotzdem ab. Also jetzt nicht sofort bei der ersten Wunde, aber sobald ich sie das deckt, mehr. Also sein Bruchfaktor ist jetzt um 10 erhöht? Mhm. Wenn er eine Holzwaffe hat. Also sein Holzgriff wahrscheinlich von seiner Waffe. Ja, aber es trifft ja nicht ihn, es trifft seine Körpertemperatur wird gesenkt. Also es trifft nur ihn als Person und nicht seine Ausrüstung. Ja, ich würde jetzt erstmal ins Gesicht schlagen. Das wäre auch noch getroffen. Für 9 TP. Ja, boah, krass. Womit denn? Mit einem schwarzen Schwert. Ein reißendes, schwarzes Schwert. Eiskalt. Ist das eine Runde? Muss ich fressen. Ja, aber die kann ich ja ignorieren. Genau. Würfel mal sonst. Achso, ja, muss ja gar keine Selbstbeherrschung. Okay, gut, dann nächste Kampfrunde, Priodur. Ja, ich stehe mal im Rücken zu ihm, hat sie noch nicht mehr drin. Kann ist auch richtig, ist richtig. Er ruft, wie gesagt, wieder: Der Siebenstein gehört mir! Ihr tut Unrecht! Nur der Baron und Praios regieren dieses Land. Ich bin der Baron! Würfel mal eine Rechtskunde. Er kann mich jetzt zuschlagen. Ja, okay, dann schlag in deinen. Ich rufe gleich eine Rechtskunde. Wuchtschlag 5 hattest du gesagt, ne? Ja. Ja. Ich würfel gleich 5 Sekunden. Kannst du mal den Schaden würfeln? Ja, er ist der Sohn des Barons. Sein Vater lebt noch. Und damit mag das sein, dass er irgendwann der Baron ist, aber zurzeit ist er einfach nur Baronett, also hätte er sich mal geduldigt. Plus 5 ist er schon drin, 10 TP. Taumelt weiter in die Arme von Vitus. Ja, Vitus, kannst gerne vorziehen, wenn du willst. Ja, ich würde mich gerne rankämpfen auf hier Handgemenge. Ja. Jetzt auch im Kampf in Überzahl. Du kämpfst dich ran und er versucht sowas wie eine Parade. Als er dann näher an dich heranboxt, kannst du ihn wohl dich anknurren hören mit seinem äußerst blassen Gesicht. Schließ dich mir an. Ich brauch dich. Freie Aktion, verdammter Rangadiner. Kontrollieren Drachen! Holt er dir noch hinterher und dann kann Praedor ein weiteres Mal zuschlagen. Ja, wieder plus 5. Umgewandelt plus 4.
Aber das sollte reichen. Wenn er am Wurfschlag 5 ansagt, nicht? Oder? Nee, doch, Wurfschlag. Vergessen mal das Drücken. Ja, genau. Okay. Dann Priodo und Überzahl ist auch noch. Achso, das ist nicht einer, das ist aber 12 Trefferpunkte. Ja, er geht auf die Knie, ist nicht tot, aber er geht auf die Knie und knurrt Vitos wieder an. Hilf mir! Eine Burg! Okay, dann kriegt er jetzt wieder den K.O.-Schlag, den man so gerne setzt. Und Schmetterschlag. Währenddessen könnt ihr Takrandir in der Burg rumoren hören, wieder ein erstörtes Keuchen und Husten und irgendwelche Flammen, die wohl kommen sollen, aber nichts passiert. Und dann Schreien von irgendwelchen Mordbrennern. Ist der Typ jetzt... Noch lebt er. In Ordnung. Wir sollten ihn mitnehmen und sofort Ronga holen. Wir müssen zurück. Wir müssen uns zuerst um Ronga kümmern. Ich gehe mal auf Ronga zu und würde meinen Held singen und ihn sprechen. Ich glaube, dafür reicht's noch. Würfel mal eine Sinnschärfe, Bro. Vitus. Weil du es beschäftigt. Versucht Ronga wieder zurück ins Leben zu holen. Schärfe. Das reicht. Während du so ein bisschen unschlüssig zu Ilkold Drachwil von Auchstein blickst, der Baronett oder den Rettungsversuchen von Priodur wieder versucht, über den Körper von Ronka zu knien, da blickst du nochmal auf den Siebenstein und siehst, wie über euch versetzt, mehr als 20 Meter entfernt und sicherlich nochmal 20 Meter über euch, ein Magier steht auf einem fliegenden Teppich. Er sieht sehr tulamidisch aus und nickt euch anerkennend zu. Seine Farben, die er trägt, sind wohl eher diejenigen von dem Baron. Aber er nickt euch anerkennend zu. Sein Lächeln spricht Bände. Ja, dann kriegt er auch kurz die Hand gehoben. Habe ich ihn schon mal gesehen? Nein, noch nie. Du siehst, wie er anfängt zu... Sprichst du Tulamidia? Ein bisschen. Wie hoch? Wie gut? 8. 8. Die Geste ist auf alle Fälle eindeutig, auch wenn du sie vielleicht in anderen Repräsentationen oder in anderen Elementen sprichst, aber du hast sie natürlich gesehen, als du in Ulport warst. Er hebt seine zwei Finger und deutet auf dich. Dann siehst du, wie sich ein Flammenstrahl löst, ein besonders enger Flammenstrahl, und direkt neben dir einschlägt. Auf den Adeligen? Er ist tot. Seine Leiche brennt noch, schwelt, der Gestank ist widerlich, aber ja, er hat gerade eben seinen Adeligen gerichtet. Ach verdammt, jetzt kriegen wir keine Informationen mehr aus ihm raus. Dann wird man sofort zu den anderen rennen, bevor man auch noch gegrillt wird. Ja, ich knie neben Ronga nieder. Sein rechtes Bein wahrscheinlich am schwersten geschädigt, weil die schwerste Wunde. Nur dort die Hand auflegen. Oh, Herr Praeus, Herren Pereine und die anderen Herrscher Alvarans, schenkt diesem Sterblichen von der Lebenskraft, für die uranfängliche Sumo gestorben ist. Denn dieser Leib ist geschlagen mit Bitterkeit und Schmerzen und bedarf der Heilung in eurem Namen. Das dauert jetzt noch 5 Minuten. Und dann bekommt Ronga 3 plus LKP halber, also 3 plus 15 halber sind 18, 11 Lebens-LE wieder. Okay. Ich bin ja sowieso auf einem LE, da durch den Märtyrersegen bin ich ja noch wach bei mir. Schaue zu dir herauf, während du dein Gebet sprichst. Ach, ja, du hörst das. Hat sich unglaublich angefühlt. Ja, auch. Praeus und perenne Kraft ist dir das Leben wiedergegeben. Oh, wo ist der Drache? Wo ist er hin? Er ist geflohen. Ihr habt seine Herren getötet. Oh, geschlecht. Der Adelige ist auch tot. Ja, es kam gerade ein Magier auf einem Teppich und hat ihn einfach gegrillt. Verdammte Magier. Zumindest die Tulamidischen. Lass uns diese Hexe fesseln und die Praeus richten.
übergeben. Bonga, habt ihr Schnüre? Was habe ich? Seile, Schnüre. Kann man am Seil an- aufwarten. Gut, dann fesselt diese Hexe. Bindet jeden einzelnen Finger. Zur Not brecht ihr sie. Steckt ihr ein Tuch in den Mund und schließt ihre Augen. Dann werden wir sie hinausschleifen aus dieser Festung. So ist sie dann nicht mehr fähig zu zaubern? Das ist eine gute Frage. Weiß ich, muss ich ja Magiekunde würfeln wahrscheinlich, oder? Ja, also der Hexenkragen hilft natürlich. Das ist so ein Eisengeflecht. Viel Eisen. Ich habe leider keinen in meinem Gepäck. Leider, tut mir leid. Mann, oh Mann, was bist du für ein Prajot? Ich habe keine Preiskräume bei mir. Besonderer Besitz 1. Ja, also mit Eisen behängen, ne? Egal was, viel Eisen wie möglich behängen. Dort, dieser Ritter, zieht ihm die Rüstung aus und zieht diese Hexe die Rüstung an. Gebt ihr doch einfach euer Kettenhemd zu Ronga. Zieht doch diesen Ritter aus, er hat genug Eisen bei sich, das müsste helfen. Sein Helm, hat er einen Helm auf? Ich habe keine Ahnung. Ja, sein Drachenhelm, klar. Sein Helm, seine Handschuhe, seine Eisenstiefel. Das sollte fürs Erste reichen. Vielleicht noch sein Kettenhemd. Vetus zieht den aus. Ich werde die Hexe fesseln. In Ordnung. Ja, dann gebe ich dir mal eine Fessel entfesseln. Ja, währenddessen könnt ihr noch andere Mordbrenner rufen hören. Die wohl oben auf der Palisade stehen. Wir gewinnen! Gewinnen! Dann ein erstörendes Husten von Takrandir, was auch immer da vor sich geht. Aber draußen der Kampf um euch herum hat wohl weiter getobt. Und dann könnt ihr, während ihr euch noch sammelt, die Hexe mit schweren Ketten behängt, etwas hören, was in euren Köpfen dröhnt, Kopfschmerzen verursacht und über das ganze Feld rollt. Wie eine Urgewalt. Ihr könnt das Alter spüren, Blut auf eurer Zunge, auf eurer Nase. Wo ist Alopir? Er hat die Grenze verletzt. Was ist die schon wieder für schwarze Magie? Manga erschaudert, schaut schaut in die Lüfte. Ist dort irgendwas zu sehen, irgendwas zu erwarten? Du kannst neben der Hexe noch irgendwie eine Regenpfütze erkennen von dem stetigen Regen der letzten Tage. Du kannst sehen, wie das zittert. Lass uns hier verschwinden. Nehme die Hexe mit. Schnell. Und so flieht ihr. Nehmt euch die Hexe auf den Rücken und Ronga etwas stützen und während ihr euch wieder aus der Bresche hinaus auf die auf das offene Feld wagt, da könnt ihr wohl sehen, wie Bäume brechen und aus dem Osten des Waldes stößt ein gewaltiger weiterer Höhlendrache. Islaran, die Geißel von Weiden. Seht euch das an. Doch ein Drache, das... Verdammtes Ungetüm. Nach dem, was wir gehört haben, können wir zumindest davon ausgehen, dass es der unserer gegnerischen Seite ist. Wir gehören nicht zu denen. Nun wollen wir einmal beobachten, was sich tut auf dem Schlachtfeld. Ja, und während ihr euch über den großen, langen Weg weiter fortsetzt, irgendwann im Wald verschwindet, durch den Bach wartet, der von Blut gefüllt ist, könnt ihr wohl sehen, wie auch Verena von Mersing mit Alopir abgedreht ist, das Schlachtfeld, was dort tobt, verlassen hat und sich jetzt wohl ihrerseits dem Kampf gegen Islaran stellen will. Sie späht wohl immer mal wieder rüber zur Feste, als ob sie wohl zu etwas warten würde und bläst dann selber zum Rückzug. Ein langes Hornsignal, was sie ausstößt. Und während sie das tut, könnt ihr weitere Hornstöße hören, die euch bekannt sind. Das ist das Tröten der Goblins. Und es sind viele, die ebenso aus dem Wald strömen. Der Ruf, der beantwortet wurde, und die Goblins, die euch zu Hilfe eilen.